Muss man sich dafür vielleicht Tier, gehen wir nochmal Tierarzt, Tierklinik, Tierarztobjekte. Muss ich so ein Ding haben vielleicht im Garten? Nein, da kann ich nur neuen Besitzbewohner machen. Es ist doch zum wahnsinnig werden. Ich möchte mit diesen Streunern zum Tierarzt, was aber nicht geht. Ich kann die nicht mal auf meinem eigenen Grundstück untersuchen. Nicht einmal das geht. So, und jetzt. Geh. Und du gehst auch. Geht. Verlasst mein Grundstück. Ja, er mag keine. Das. Danke. Meinen Tieren geht's selbst schlecht genug. Die sind alt. Da muss ich selbst oft genug mit zum Tierarzt. Aber das ist doch blöd. Warum kann ich mich nicht um Streuner kümmern? Das, warum geht das nicht? Ich würde mich sehr gerne dann auch mal um Streuner kümmern können. Und ich will die nicht immer vorher adoptieren. Das ist ja auch blöd. Ich möchte mich einfach nur um die kümmern. Oh, hier plüppt der, da plüppeln Pluspunkte über ihren Kopf hinweg. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Musst du morgen wieder zur Arbeit? Kann das sein? Ja. Gott sei Dank, endlich. Das ist schon, du musst nie mehr arbeiten. Das ist schon, ich werde dich nie mehr los. Darf man das so sagen? Zu seinem eigenen Ehemann? Ich will dich loswerden. Das klingt immer gleich so, als wenn man versuchen würde, ihn umzubringen, ne? Ja, aber wer weiß. Man weiß ja nicht, was Ella so im Kopf rum... Nein. Ella würde das bestimmt nicht tun. Wenn, dann bin ich diejenige, die da seltsame Gedanken kriegt. Aber nicht Ella. Die, nein, nein. Ella ist eine ganz liebe. Ich dagegen eher nicht so. Okay, so viel mehr bringt es jetzt aber irgendwie auch nicht so richtig. Oh, wir können den Baum noch einmal wieder... Ich glaube, der hier hinten blinkelt ja auch, ne? Ja. Okay, ein bisschen was bringt's schon, aber... Ja, ich habe hier gesehen, dass du das schon gemacht hast. Hast ja gut gemacht. Mach mal eine Skulptur. Da soll's ja auch vorankommen, ne? Wie sie da immer drauf rumhaut. Irgendwie finde ich, macht mir das immer so eher so ein bisschen Angst, wenn ich da irgendwie, aber. Wenn es hilft, also ich meine. Das war beim Kochen auch schon so, wenn sie so mit den Messern so rumgewedelt hat. Irgendwie hat sie da einen Fetisch für, glaube ich. Sie wedelt gerne mit Messern in der Gegend rum. Ich bin mir da zwar nicht so sicher, ob das so die beste Idee ist, aber...
Weil, wie wohl so eine kokette Figur aussieht. Ich würde ja so einen nackten Adonis machen, aber ich glaube, sie ist da eher. Es wird wahrscheinlich eher so ein Herzchen oder sowas ganz. Ella bekommt beim Reparaturen nun nicht mehr so schnell einen Elektroschock. Außerdem kann sie Basisverbesserungen in King-Objekten vornehmen, am Schreinertisch große Skulpturen herstellen und bei anderen Sims mit ihrer Geschicklichkeit prahlen. Schwäne! Natürlich! Was habe ich auch anderes erwartet? Drachenskulpturen, große Holzfällohren. Elefantenskulptur. Mach mal eine große Bärenskulptur, ich will das sehen. Entschuldigung, eigentlich sollte sie andere Dinge tun, aber ich will das sehen. Oh Gott, ach so, ja, ich musste kurz Skulptur herstellen, große Bärenskulptur. Die solltest du machen. Ich musste kurz zwischenzeitlich eine Aufnahmepause machen. Deswegen hat sie aufgehört, das zu machen. Oh, ich bin so kalt, und ich friere so, es ist so kalt. Oh. Es ist so kalt in meinem Zimmer. Ich muss jetzt erstmal. Ich habe schon Heizung an, mir ist trotzdem noch kalt. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich halt total erkältet bin. Deswegen alles irgendwie. Die Skulptur sieht jetzt nicht sonderlich größer aus als alles, was sie davor gemacht hat. Wer maunzt denn hier schon wieder? Meine Mietzen maunzen schon wieder hier so vor sich hin. Mietzi. Übrigens habe ich festgestellt, man muss am Ende der Challenge sich für einen der Männer entscheiden. Der andere muss sterben. Ich glaube, Thomas stirbt dann ganz einfach an Altersschwäche, weil ich bis dahin brauche, bis ich die Challenge durch habe. Der stirbt einfach mal so. Weil er Bock drauf hat. Und stimmt, ich war ja mit Geschick, war ich jetzt auf Level 5. Na genau, dann habe ich das Ziel ja auch schon mal. Geschick Level 5. Das haben wir auch geschafft. Sehr schön, das heißt, wir müssen nur noch die Gartenarbeit vervollständigen. Dann haben wir das mit den Fähigkeiten auf jeden Fall schon mal durch. Ich muss mich noch zweimal heimlich mit meiner Affäre treffen. Okay, eine Party veranstalten in Gold. Alle Merkmale einer weiteren Freundin rausfinden. Das ist jetzt... Okay, was dann so auf mich zukommt, ist nicht so sonderlich schwer. Hoch, wo ist der Bär? Ich will den Bären sehen. Ich will vor allen Dingen wissen, wie er aussieht, wenn er groß ist. Oh, ja, er ist sehr groß und er ist sehr bedrohlich und ist... Das nenne ich mal einen Bären, so, mein lieber Herr Gesangsverein. Kümmerst du dich bitte mal wieder um deinen Garten? Bitte! Damit wir die Fähigkeit auch vollkriegen. Kochen, ach so, Kochen und Malerei, genau. Gartenarbeit. Wir sind nämlich ganz nah dran. Wir sind bei 89%. Das heißt, es ist echt nicht mehr lang. Ella, hau mal ein bisschen rein da. Na, dann können wir einen Profigärtner beauftragen und dann haben wir da überhaupt keine Schwierigkeiten mehr mit. Ja, oh, du machst es doch gerne. Du kümmerst dich doch gerne um deinen Garten. Also tu's auch. Du liebst deine. Hallo? Garten pflegen. Muss sie den. Alles ernten. Gießen muss sie offenbar nicht. Derzeit benötigen die Pflanzen keine Pflege. Das ist sehr schön. Glitzert hier noch irgendwo was? Sonst hätte ich vielleicht irgendwie schon mal was wieder weiterentwickeln können. Nee, hier blinkt aber nichts, ne? Ah, Moment, mein Stuhl. Hey, ich habe so einen komischen Stuhl. Der sackt manchmal einfach so 5 cm nach unten. Und man fühlt sich dann mal wie so... wie in so einer Achterbahn, die einfach so nach unten weggeht, so floink. Und dann, das finde ich immer nicht ganz so witzig, weil ich sitze dann immer, ich sterbe und, oh, wir sind so kurz davor, ernsthaft, Ella. 99, komm, 100. Oh Gott. Level 10 der Gartenfähigkeit. Ja. Grünen Daumen. Ja, das heißt, wir können... Oh Gott. Ja, das hatten wir aber ja schon. Aber die Errungenschaften sind neu, oder was? Okay, das heißt, wir müssen uns nie mehr um den Garten kümmern. Wir können einen Profigärtner engagieren. Wir müssen uns... Ja, ich muss das von meiner Aufgabenliste streichen hier. Gartenarbeit. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir müssen uns nie wieder um den Garten kümmern. Oh Gott, ich bin so stolz auf Ella. Wir müssen nur noch ernten. Alles andere macht jetzt ein Gärtner. Warum kann ich die Pilze nicht mitnehmen? Doch, kann ich doch, Gott sei Dank. Ich wollte gerade schimpfen.
Ah, ich bin so stolz, Ella, ernsthaft. Hast du gut gemacht. Ja, auch meine alten Kätzchen, ja. Ich weiß ja nicht, kommt so ein Gärtner dann jeden Tag vorbei? Ich kenne mich noch auch nicht so mit aus. Wann muss Thomas wieder zur Arbeit? Er wird bald alt. Er altert bald, aber es ist egal. Wann musst du wieder zur Arbeit? In 10 Stunden. Oh Gott, ich muss heute mal endlich mal wieder zur Arbeit. Ey, ich bin ja begeistert. Das heißt, wie viele Tage hintereinander? Ich glaube, 3 Tage arbeitest du. Du arbeitest 3 Tage hintereinander. Ich bin begeistert. Das heißt, wir können 3 Tage hintereinander, oder zumindest 2 Tage, denn wir müssen uns ja dreimal heimlich mit unserer Fähre treffen. Einmal haben wir es schon. Warum blinkt das so? Irgendwie blinkt mein Aufnahmedings hier so. Was sehr merkwürdig ist, weil sonst blinkt es nicht. Normalerweise ist das sehr konstant. Und jetzt blinkt das hier die ganze Zeit. Das irritiert mich ein wenig. Ich glaube, ich muss gleich nach der Aufnahme erstmal gucken, was mit dem los ist. Es hat noch nie geblinkt. Wehe, du bist jetzt kaputt. Da krieg ich aber. Das irritiert mich gerade voll, aber ich kann doch gerade nicht gucken. Denn wenn ich jetzt gucken gehe, ob das vernünftig aufnimmt, dann bin ich hier wieder raus. Aber das macht mich gerade auch ein bisschen kirre, muss ich zugeben. Hat sonst nicht geblinkt. Entschuldigung, ich bin gerade echt verwirrt. Ich gucke da gleich. Nein, ich gucke da jetzt noch. Moment, ich muss noch mal ganz kurz Pause machen. So, ich habe nachgeguckt. Leider musste ich danach das Spiel neu starten, denn dummerweise hört mein Spiel einfach immer auf, wenn ich es möchte. Ach so, meine Kinder schlafen doch wieder. Das ist sehr schön. Sie haben beide wahrscheinlich einmal in die Windel gepullert, aber da müssen wir mit leben jetzt. Ah, Kinder halt. Was ist mit Lacey los? Achso, Lacey hat Hunger. Aber Lacey hat wenigstens den Fressnapf gefunden. Ich bin sehr stolz auf sie. Komischerweise schmiert mir die Sims immer ab, wenn ich aus dem Bildschirm klicke. Das hatte ich früher nie. Ich konnte früher mal so schön nebenher chatten und Dinge machen und dabei die Sims spielen und geht nicht mehr. Sobald ich irgendwie aus dem Fenster raustappe, tippe, klicke, ist vorbei mit Sims, dann schmiert mir das ab. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Mit wem chattest du denn eigentlich so anstrengend? Jetzt geht sie Hände waschen. Naja, warum auch nicht? Manchmal muss man einfach Hände waschen. Vielleicht solltest du dich auch einfach schlafen legen und ich meine, mein Gott. Der Profi-Gärtner ist engagiert. Das ist sehr schön. Das fühle ich am besten. Ich muss mich nie wieder um den Garten kümmern. Alles ist super. Wir müssen uns nie wieder um den Garten kümmern. So, wir können jetzt noch eine Runde schlafen, bis unsere Kinderchen wach werden, was wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird, wie ich mein Glück kenne. Oh, es ist 5 und Thomas ist wach. Sehr schön, dann kannst du erstmal aufs Klo gehen und eine Runde duschen und dann kannst du frühstücken. Ich glaube, Ella muss auch mal wieder kochen, ne? Wir haben immer ganz viel da. Oh, mein Sohnemann ist auch wach. Wie schön. Du kannst ja vielleicht erstmal aufs Töpfchen gehen. Das kriegst du auch alleine hin. Und dann sehe ich vielleicht zu, dass ich deine Mami mal wach. Obwohl, ich weiß noch gar nicht, ob ich die weg will. Eigentlich ist es ganz schön, dass sie noch schläft. Mal gucken, vielleicht gibt auch dein Daddy dir erstmal was zu essen. Denn er muss jetzt erstmal selber essen und dann können wir uns um dich kümmern. So funktioniert das Leben halt. Na, und was hast du vor? Achso, du guckst ihm jetzt zu. Alles klar. Unterhalte dich mit ihm. Das kannst du ja, glaube ich, auch, während er auf dem Töpfchen sitzt, oder? Thomas setzt sich hier schon hin zum Essen. Das wäre ja auch sehr nett. Alles passiert in dem Raum, wo unser Sohn scheißt. Das ist sehr schön.
Harto, dem not na. Mal spek. Tida. Bekoy slap. Wadida. Abrupt banarla. Quips. So. Drift swing. And a. You pub vivo. Grown up. Deboom. Na, ach. Toru. Du darfst sonst gerne in Wasser rumleckern, aber das rumlecken, aber das ist gerade, glaube ich, nicht so das Angenehmste. Ach, oh, Kater. Aha. Ich weiß jetzt, warum ich ihm hätte beibringen sollen, das nicht zu tun. Mami schläft sich aus, damit sie wach sein kann, wenn Daddy zur Arbeit ist. Sonst kann unser Hausfreund wieder nicht vorbeikommen. Das ist natürlich schlecht. Unterhalten kann er sich aber schon ganz gut, ne? Er kriegt auch langsam Hunger. Also Thomas, beeil dich mal ein bisschen, deine Kinder kriegen Hunger. Rickt er jetzt auch noch, oder was? Und was faucht ihr beiden euch eigentlich an? Ach, oh, meine Katzen werden langsam echt ein bisschen wunderlich. Das muss ich ja auch sagen. Der hat nämlich auch Hunger und er hat sehr großen Hunger, also solltest du dich langsam ein bisschen beeilen. Was unser Kühlschrank auch so alles hergibt, ne? Und das, ohne dass man einmal einkaufen fährt. Ja, eigentlich ganz cool. Das ist so ein never-ending Kühlschrank. Okay, wir kriegen zumindest ein bisschen was wieder auf die Reihe. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Ja. Heul nicht rum. Bitte. Wo willst du jetzt hin? Achso. Ja, das kannst du mal wegen gerne tun. Genau, du setzt jetzt dieses Kind da rein. Das ist eine sehr gute Idee. Lacey, lass das. Achso, Mama ist auch wach, das ist sehr schön. Warum ist Mama eigentlich wieder wach? Achso, na gut. Mutti, du musst mal kochen. Irgendwie, das geht so nicht. Komm, wir machen noch ein Brathähnchen. Was haben wir da hier noch? Gebratenes Tofu-Hähnchen. Oh Gott. Tofu-Pfanne, Fischtopf, Apfelkuchen, Fruchtpastete. Was ist eigentlich nochmal Gourmet-Mahlzeit? Genau. Was haben wir da denn? Lammkarree als letztes. Machen wir auch nochmal. Gourmet-Menü, was haben wir da sonst noch? Joghurt-Parfait, Obstkuchen, ne. Knoblauchnudeln, ne. Lachs in Kräuterkruste. So. Dann haben wir das auch schon mal. Er kann da oben erstmal noch in Ruhe aufessen. Dann kannst du ihn dann nämlich rauslassen. Damit das zweite Kindchen auch was essen kann.
Mutti kocht eine Runde, das ist gut, wenn der Kühlschrank wieder voll wird. Ja, ich weiß ja, dass du auch Hunger hast. Und ich weiß auch, dass du da raus willst. Papa ist nicht der Schnellste. Der braucht ein bisschen. Tut mir sehr leid. Das ist manchmal mit Vätern so. Die sind nicht immer so schnell. Okay, wir haben eine Haus... Ach nee, ist das unsere Gärtnerin? Da ist das unsere Gärtnerin. Wie cool. Ja, die kann sich ja jetzt mal um alles kümmern. Dafür ist sie ja da. So, lässt du ihn da jetzt langsam mal raus? Bitte. Bitte. Dankeschön, dann kannst du nämlich... Setz ihn irgendwo ab. Und jetzt machst du ihm auch nochmal Hähnchen-Nuggets, bitte. Komm, Kühlschrank. Das kommt alles erstmal in den Kühlschrank. Wenn du damit fertig bist, darfst du auch selber was essen. Bin nett, ne? Ich bin so großzügig mit ihr, das gibt's überhaupt nicht. Genau, du machst jetzt erstmal hier. Das ist schön. Das beim Kochen klappt das schon ganz gut, aber beim Gourmet-Kochen ist es noch nicht so. Da müssen wir noch ein bisschen üben, fürchte ich. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Muss mal eben meinem Sohn was zu essen gehen. Nom nom. Ich bin nom nom, ja genau. Ich bin ja nämlich auch immer gespannt, was sie denn Neues so kreiert zum Essen und so. Level 7 mit Hummer-Tortellini und Hummer-Thermidor. Wie schön, wir können noch mehr kochen. Oh Gott. Sie wird heute doch ganz viel kochen, fürchte ich. Ganz viel. Oh, das macht nichts. Naja, wo ich glaube, das reicht erstmal, sonst wird es ja auch irgendwann schlecht im Kühlschrank. Da hält sich das zwar echt erstaunlich lange, aber es wird ja dummerweise auch irgendwann schlecht. Oh, goodness, Nabby. Okay, er schnappt sich einfach seinen Sohn und auch gut. Papa muss jetzt leider zur Arbeit, es tut mir leid. Und Mama ist noch am Kochen. Obwohl ich eigentlich dafür bin, dass du ihn da erstmal rausholst. Essen kannst du vielleicht immer noch was. Achso, wir essen erstmal. Na gut. Ich meine, Pulver auch nicht. Warum weint dieses Kind? Hat sie jetzt... Ja. Nein! Oh, bitte, Katzen. Ihr habt hier so viel zu rumpen. Ja, das ist schön, dass er das jetzt gelernt hat. Sansebi Kumar.
Das will ich doch jetzt nicht noch essen. Mein Kater das schon gegessen hat. Naja, wohl Lachs hätte ich mir denken können, dass das irgendwie anziehend wirkt auf Katzen.